Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Hier ist euer Spooky VF mit der Folge 112. 112 Folgen schon. Naja, gut, mit riesiger Auszeit ist das aber doch noch ein Haufen Zeug schon. Und heute werden wir uns Richtung Zwillingsprinzen vorkämpfen. Und ja, mal gucken, wie wir da zurechtkommen. So, da waren wir, da sind wir. Und hier geht's quasi weiter hoch. Diese Seite haben wir gemacht, da hinten, die Leute. Und jetzt kommt er quasi die letzte Bastion. Mal hier vor diesen Mongo-Gegnern. Wir zaubern erstmal ein bisschen was und gucken, dass wir die einmal zumindest aus dem Weg holen. Später würden wir dann durchlaufen. Aber wir können ja noch einen Shortcut machen. Alter. OP, Baby. Tschüss. So, nicht, mein Freund. Aber hier müssen wir aufpassen. Hier sind auch irgendwo Ballistenschützen oder sowas. Ja, also der Seelenspeer, Kristallseelenspeer geht hier schon richtig ab. Wir machen Damage. Okay. Aua. Er aber auch. Ja, okay. Er hält sich noch in Grenzen. Wer schießt schneller? Ich. Aha. Was für eine Frage. Ah. Mal hier der Camper. Kann das auch eine Runde Fortnite spielen. Die verstecken sich auch in jedem Busch. Und wie euch sicherlich auch schon aufgefallen ist, denke ich mal, gibt es auf meinem Channel zurzeit auch Monster Hunter World. Hat gestartet. Oder ist gestartet. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Wir machen hier gar keine Gefangenen. Wir haben so eine starke Zauberei hier, nicht umsonst, bevor wir uns hier mit 5 Millionen Gegnern anlegen. Ja, weil hier ist nämlich immer, die greifen nämlich immer gerne an. Ah. Alter. Was soll denn der Scheiß? Ich hab den gekickt, ey. Gar nichts ausgemacht. Ah, oh, der geht aber auch ganz schön. Oh, scheiße. Estus? Was macht denn jetzt? Hör auf! Oh. Was für ein Scheiß! Macht der hier einfach eine Party, Alter? Freut sich. Wollte ich gar nicht. Das jetzt schon wieder getriggert. Okay. So. Super, wieder ein bisschen besser gestellt. Oh nein, der läuft genau die Schussbahn. Ne, doch nicht. Gut. Aber ich habe zwei auf einmal getroffen. Sehr gut. Komm, euch hole ich jetzt im Nahkampf. Ah. Kampfmage ist schon geil. Zack. Backstab. Feuerlanze in den Hintern, dass du vorne die Flammen lutschen kannst. Ja, Monster Hunter World ist richtig geil. Ich habe zwar jetzt noch gar nicht mal so viel gespielt, aber ich konnte gestern schon fast nicht aufhören. Es ist momentan eine riesen Reizüberflutung. Da gibt es so viel zu tun und so viel zu sehen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mal reinschauen. Das Kampfsystem ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Deswegen erwähne ich das hier im Let's Play. Ist auch so ein bisschen Hardcore-mäßig. Fehler werden direkt bestraft. Was ist denn mit dir? Und deswegen würde es mich freuen, ihr schaut da mal vorbei und guckt euch das Ganze an, wenn ihr Interesse daran habt. So, aber jetzt geht's erstmal hier wieder weiter mit Dark Souls. Okay, da oben ist auch schon der nächste von diesen Arschgeigen. Ja, jetzt kommen diese üblen Ritter. Drei Stück an der Zahl. So, der kommt gar nicht mehr dazu, sein Schwert zu verzaubern. Ah, Estus Flakon. Da kannst du auch noch deine Waffe beschmieren, mein Freund. Jetzt kommt der Übelste mit dem riesen Langschwert da oben. Aber ich glaube, selbst der wird nichts zu lachen hier haben. Nee. Okay. Mit Bravour weggecastet. Das ist so gut. Das ist so gut. Caster FTW. Kriegsmagier. Kampfmagier. Titanitbrocken hat er sogar gegeben. Also lohnt sich zu zerstören. Ich glaube, der... Entweder haben die Wahrscheinlichkeit oder es ist so ein Gegner, der auf jeden Fall sogar den Titanitbrocken hat. Das kann ich an dieser Stelle nicht sagen, weiß ich nicht. Oh, also warum kriege ich jetzt Titanitbrocken und Glut? Da ist wohl irgendwas passiert. Ach nee, ich glaube, es liegt daran, dass wir die Drachen da besiegt hatten oder so. Und deswegen, ja,
Also diese Drachen in Burg, Drachenstein, ne, keine Ahnung, wie sie gewesen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Narnia, ne, auch nicht. Das ist ein falscher Film. No idea. Wo sind wir denn hier überhaupt? Burg Lothric. Ah, jetzt wissen wir, wie sie gewesen hat. Burg Lothric, genau. Und da musste man ja irgendwie diese Drachen ausschalten. Und dann konnte man, wenn die dann endgültig sterben oder so, dann hat man immer das Loot bekommen. Und es kann sein, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir die nicht erledigt haben. So, jetzt haben wir hier diesen Mega-Shortcut. Ja. Wir könnten jetzt hier oben über die Drachenrüstung gehen. Quasi. Da ist ja das Leuchtfeuer nach der Drachenrüstung von den großen Archiven. Oder wir könnten hier lang gehen. Da ist auch noch irgendwo ein Shortcut. Jetzt frage ich mich, was kürzer ist. Ich weiß es nicht genau. Wo sind wir denn hier gelandet? Hier auf dieser Seite. Ah ja, genau. Oh, ich glaube, das ist kürzer. Nur wenn man es überlebt. Oh Mann, ey. Du bist aber ein Mongo. Oh, der frisst aber auch ein bisschen mehr. Ah, der ist ja zaubert. Boah! Du bist zauberhaft. Ey, der wird auch geheilt von dem Arschloch. Oh, ach, das war heftig knapp. Kratz ab, ey. Oh, ausgezaubert. Was ist mit dir? Ist auch noch auf die Mütze. So. So, vorbei mit deinem Healing. Healing, Peeling. Yeah. Schön. Danke. Danke fürs Mitspielen. So, und jetzt könnten wir eigentlich rein theoretisch bis nach da unten laufen, ans Leuchtfeuer und direkt wieder durch an den allen vorbei. Und dann hätten wir den Shortcut quasi zu den Zwillingsprinzen. Ich hätte sollen die Tür vielleicht aufmachen, weil das kostet ein bisschen Zeit und die Ritter sind ja wieder da. Aber naja, ich will jetzt nicht wieder zurücklaufen. Wo ist denn das Leuchtfeuer? Hier. Okay, dann rasten wir mal kurz. Hat ja eigentlich besser geklappt, als ich es vermutet hätte. Wir sind ja jetzt ja wirklich schon fast bei den Rittern. Bei den Zwillingsprinzen. Worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Das war so ein Hassgegner von mir schon beim ersten Durchlauf. Und auch, ich spiele es ja auch so, oder hab's so gespielt. Noch mit einem anderen Charakter. Und da habe ich mal auch bei denen, weiß nicht, die sind nicht unbedingt meine Freunde. Ja, Castle, ja, ich weiß. Boah. Dann müssten wir hier hoch, ne? Geh weg. Geh weg da. Und jetzt zum Aufzug. Und der war hier rechts. Es ist eben auch immer wieder ein großen Weg, den man zurücklegen muss, wenn man bei diese doofen Ritter möchte. Jetzt sag ich schon wieder Ritter. Bei die Zwillingsprinzen. So, ich glaube, hier gab es noch unten eine Titanitscholle. War das hier? Wo mit dem Aufzug runtergefahren ist, quasi. Ich glaube, so war das. Ja. Und ich meine, da gibt es eine Titanitscholle. Kann natürlich sein, dass in NG Plus auch was anderes da liegt. Das weiß man nicht so. Oder ich weiß es nicht so. Manchmal sind ja da zusätzliche Items, die man im ersten Durchlauf nicht finden konnte. Doch, Titanitscholle. Perfekt. So, da würde ich doch schon mal sagen. Yay, erster Erfolg heute. Wir haben uns bis zum Boss durchgekämpft. Ich weiß nicht, ob man zu diesem Boss auch jemanden beschwören kann. Wir haben ja auch noch nie schon lange keine Glut mehr verwendet. Wo bin ich denn jetzt? Wie muss ich das jetzt machen? Jetzt fährt er doch hoch, oder? Nein! Ja, dann nicht, Mann. Ach, scheiße. Boah. Eine Zusatzrunde. Eine geht noch. Ja. Schneller. Faster. Harder. Spooky. Ja. Vielen Dank.
Das Teil Seelenspeer. Müssen unbedingt noch upgraden. Vor allem Zauberei. Damit wir noch schneller zaubern und noch mächtiger zaubern. So, jetzt aber hier drauf und dann. Upp. Und es dauert und es dauert und es dauert. Da springe ich doch vor Freude und. Yay. What's going on? Dankeschön. So, nach der Abstinenz von Dark Souls 3 jetzt auch endlich wieder der erste Boss. Endlich, in Anführungszeichen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin hellauf begeistert. Ich frage mich, ob man nicht vorher hätten sollen. Doch, unsere Seelen safen. Naja, egal. Jetzt ist vorbei. Jetzt mache ich diese Tour nicht noch einmal. Noch eine extra Runde. Oh, hoffentlich haben die uns nicht gesehen. Alter, öffne. Im ersten Durchlauf hatten wir alle Bosse besiegt, ohne jemanden zu beschwören, der uns geholfen hat. Das wollte ich im zweiten Durchgang ja ändern, weil man ja auch ein paar Items bekommen hat oder NPC-Quests dadurch weiterführen konnte oder starten konnte. Jetzt frage ich mich, sollten wir hier mal gucken, ob man hier jemanden... War hier nicht die Diakone des Abgrunds auch? Wir hauen uns jetzt einfach mal die Glut rein und gucken, what's passiert. Auf jeden Fall haben wir mal viel mehr Life. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Aber, doch. Nee, das, ich dachte jetzt, hier könnte man einen beschwören. Ja. Man könnte ja auch Online-Spieler beschwören, ne? Gucken wir uns doch einmal kurz um, ob hier was ist. Nee, hier kann man keinen beschwören für die Penner, oder? Sieht echt mal so aus. Oder die sind hier noch hier irgendwo. Und begleiten einen auf einem weiteren Weg. Oder man hätte müssen vorher irgendwie irgendwas abschließen oder eine Quest machen. I don't know, so right. Was ich auf jeden Fall noch gerne mehr hätte, wäre Ausdauer und ein dickes Schild. Okay, Fortnite ist auch endlich mal installiert. Wollte eigentlich noch die Dailies machen vom Battle Pass. Aber da musste erstmal ein neues Update raus. Und da habe ich gedacht, komm, da nutzt du die Zeit und nimm es auf. Alles klar, dann werden wir uns den Mistkerl mal stellen. Ich hätte nämlich gerne, ich wäre schon dafür, dass ich irgendwann hier so ein dickes Schild tragen kann. Also haben wir jetzt gar keins hier. Ein richtiges Turmschild. Naja, okay. Müssen wir noch ein bisschen in Ausdauer investieren, sonst lohnt sich das nicht. Mal gucken, mit was man überhaupt im dritten Spieldurchlauf spielen. Jetzt waren wir den Mage. Jetzt mal, im ersten waren wir eigentlich hauptsächlich Nahkämpfer. Und mal gucken im dritten Durchlauf, ob wir da noch was Neues machen. Oh dear. Another dogged contender. So, die Clips, das habe ich ja schon mal gesagt, die gibt's. Die gibt's nur, ersten Blade Room. Aua, der hat wehgetan, mein Freund. Hör doch auf mit der Scheiße. Alter! Ich muss ihn fokussieren. Oh. Das hier war zu viel Verlust. Oh, verdammt, Alter. Ich kam eigentlich gut voran. Ich habe ihm gut Damage gemacht, aber dieses scheiß Geporte, das hasse ich bei dem. Das hasse ich. Der portet sich immer hin und her und da verliert man den Fokus. Und das ist so abartig nervig. Ich hasse diesen Gegner einfach. Ich hasse ihn. Ein richtiges Dreckschwein, aber wir bräuchten eigentlich ein Schild, das Feuer Resi hat. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da aufgestellt sind. Gesehen, durch den Block geht der Feuerschaden durch. Und zwar, weil das Schild, wo ist denn die Werte des Schild, hat nur 63% Feuerabsorption. Haben wir da irgendwas? 89%, okay. Und physisch 100, das ist natürlich auch wichtig. 85%, 89%. Ja, da müsste man wohl mit dem 89er fahren. Das hier. Ich glaube, das habe ich mal selber auf Feuer umgeschmiedet. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau.
Na, 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 na. Fuck. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, ich habe den Aufzug natürlich noch mal nicht runtergefahren. Müssen wir ihn eigentlich noch mal erstmal rufen. Und zwar, indem wir das hier... Ja, das hier nicht machen. Das hier machen. Ja, jetzt werden wir runtergefahren und jetzt mit dem nächsten fahren wir wieder hoch. Also beginnt die Warterei auf ein neues. Auf ein neues. Deswegen hasse ich das. Deswegen hasse ich die hier. Den Boss. Das ist so abgefuckt. Na toll. Das hat sich ja richtig gelohnt, das hier. Also jetzt haben wir 89% Feuerabsorption. Haben aber auch weniger Life, weil wir keine Glut haben. Ich probiere es aber jetzt auch ohne Glut. Eine Glut würde uns nämlich auch heilen. Im Notfall. Und wir marschieren dann nochmal rein jetzt. Machen uns hier nochmal diese Seelen... Zielflug-Seelenmasse. Kristall-Seelenmasse. Geht kaputt. Ja, danke. Hat aber auch richtig reingeschreddert, ne? Oh Mann. Ich muss mich jetzt heilen, ne? Oder aber auch nicht. Ach Mann. Boah, aber das ist knapp. So, Freunde, da wären wir wieder. Ich cutte euch die Aufzugfahrt raus, weil die ist nämlich extrem nervig. Und ja, und deswegen hasse ich diesen Boss auch, weil es einfach abartig behindert ist, hier hinzukommen, weil hier nirgends ein Leuchtfeuer eigentlich in der Nähe ist und immer diesen scheiß Umweg laufen muss. Und aus welchem Grund, welchem verfickten Grund sind meine Seelen jetzt dahin? Warum sind die dort hinten? Ich bin hier vorne gestorben. So, Freunde, jetzt brauchen wir uns wenigstens nicht mehr um die Seelen zu kümmern. 300.000 Seelen sind futsch, weil sie einfach hinten gewartet. Ich bin doch vorne gestorben, Mann. Warum waren die jetzt ganz hinten? Jetzt wollte ich natürlich schnell die Seelen holen, war überrascht, musste erst gucken, wo die sind. Und dann hat dieser Port-Mongo hier, einer der beschissensten Bosse im Spiel, ganz ehrlich. Ich hasse diesen mit seinem Scheiß-Teleportieren. Scheiß-X-Men, ey. Ah, komm da wieder. Alter! Ja, guck dir das an, da kannst du ja auch gar nichts machen, ey. Der ist einfach plötzlich wieder da. Ja, jetzt schlägt er noch meine Deckung durch. Och, du Mongo! Alter, was willst du machen? Der dreht voll am Rad, Mann! So, Freunde, letzter Versuch in dieser Folge. Ja, danke. Er haut aber auch immer dreimal! Das ist nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Was willst du denn machen mit diesem Scheißgeport, Mann? Dieser Hurensohn-Boss, Mann. Ohne Witze, sorry für den Ausdruck, ey. Der geht mir so auf den Sack. Ich hasse diesen Dreckskerl einfach. Du hast keinen Fokus, weil er sich ständig portet. Du kannst deine Attacken nur asozial schwer timen, weil er einfach aus dem Nix erscheint. Und dann macht er einfach 5 Attacken in Folge. Da weichst du noch 3 aus und dann treffen dich die nächsten 2 und du bist tot. Vielen Dank fürs Gespräch. So, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir probieren das nächste Mal, wenn ich Bock drauf habe. Oder wir gucken irgendwo anders um. Wir haben ja noch offene Gebiete. Weil ich habe nämlich momentan absolut keinen Bock auf diesen Arsch. Und ich bin nicht so drin. Und dann gleich diesen Boss. Weil ich ja noch nicht... Weil wir die ganze Zeit noch ein bisschen pausiert hatten. Muss ich vielleicht erst mal wieder reinkommen. Auch in die Steuerung. Weil das hier erfordert schon extremes Timing, ey.
extremes Zeug. Ich musste den Penner jetzt erschießen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer SpookyVF, Dark Souls 3. Bye, bye. I need